Ja, hallo Freunde. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, ein paar Tage sind wir ja schon drin in 2022. Ja, wir machen da weiter, wo wir im alten Jahr aufgehört haben, und zwar mit dem Süppchen. Ja, und bei diesem Süppchen, da gibt es so Kindheitserinnerungen. Haben wir uns früher immer tierisch gefreut, wenn es diese Suppe aus der Dose gab. Die gibt es auch heute noch bei uns, zwar nicht so oft, meistens Samstagmittag, wenn es schnell gehen soll. Und da sagt der Anni, die können wir doch auch mal selber machen, oder? Ja, das ist das Ergebnis. Unsere Bionsuppe. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Hier nun unsere Zutaten für die Bihuhnsuppe. Wir haben hier Hähnchenbrustfilet. Das war ein ganzes Hähnchenbrustfilet, das heißt zwei Seiten. Ungefähr 650 Gramm waren das. Eingelegt in Sojasauce, circa 30 Milliliter haben wir dort genommen. Dann benötigen wir noch Champignons, Sesamöl, Sambal Olé, Sojasauce, zum Würzen Pfeffer und Salz, Glasnudeln, Paprika, eine Limette, eine Porridge-Stange, Lauchzwiebeln und Geflügelfond. Was wir dann noch brauchen, ist Wasser, um die Glasnudeln einzulegen. Aber ich denke, das zeigen wir euch nachher. So, wir haben jetzt 50 Milliliter von dem Sesamöl erhitzt. Und jetzt kommt unsere Hähnchenbrust rein. Die braten wir ganz scharf an. Ich denke, das wird ein bisschen dauern, ne? Dann sehen wir uns gleich wieder. Sehe ich genauso. So, Freunde, jetzt kommen die Champignons. Jawohl. Ha, ist einer daneben gegangen. Glück gehabt. Die dünste ich jetzt so ein bisschen mit an. Ich denke mal so 2, 3 Minuten. So, und dann geht es hier weiter. Dann kann das andere Gemüse dazu, Ja, genau. dann sehen wir uns wieder. Nun kommt das restliche Gemüse rein, das darf ich reinbringen, bevor es. Siehst du, das fällt daneben, aber das macht nichts. Ich habe übrigens die Paprika ganz, ganz klein geschnitten, weil Herr Kühne ja nicht so gerne Paprika mag, aber da muss er jetzt durch. Ja. Unsere Lauchzwiebeln in Ringe, die Frühlingszwiebeln halt auch in kleine Stückchen. So, das kann jetzt mitschmoren. Ich denke, das zieht dann auch ein wenig Flüssigkeit. Und danach geht es weiter mit Geflügelfond, Wasser und was noch alles reinkommt. Aber dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, 10 Minuten hat jetzt das Gemüse mitgeköchelt. Seht mal, wie schön Wasser das noch gezogen hat. Jetzt geben wir unseren Geflügelfond mit rein. So. Dann kommt ein halber Liter Wasser damit zu. Da haben wir allerdings schon 70 Milliliter Sojasauce drin. Und deshalb ist das Wasser braun. Ja. Einmal kurz durchgerührt. Ich denke, du kannst jetzt schon mit Pfeffer und Salz würzen. Salz vielleicht ein bisschen weniger durch die Sojasauce, aber. Ich denke, das sollte reichen, Ich ne? denke auch, wenn nicht, können wir immer noch abschmecken. Ja. Ups, Deckel da. Nebengefallen, passiert halt manchmal. Ist auch nicht Und schlimm, noch stell mal. weg und komm jetzt mit dem Pfeffer. Das ist Pfeffer.
Ja, reicht erstmal, denke ich. Abschmecken können wir nachher immer noch. Genau, und das Sambal Olek oder Olek oder wie auch immer es heißt. Das Sambal Olek. Genau, das Zeug. Da ungefähr, na, ich denke ein Teelöffel. Mach erstmal. Einen guten Teelöffel, genau. Ich denke mal so, einen guten Teelöffel. Ist das ein guter Teelöffel? Ja, das ist ein guter Teelöffel. Rein. Rein damit. Werden wir sehen. Das Ganze darf jetzt aufköcheln. Und ich denke nochmal 10, 15 Minuten auf jeden Fall. Umrühren darfst du nochmal. Ja. So. Dann kommt der Deckel wieder drauf. Und dann sehen wir uns wieder. In der Zwischenzeit werden wir die Glasnudeln einweichen. In kaltem Wasser und in der Schale. So, Freunde. 20 Minuten haben wir unsere Glasnudeln eingeweicht. Die kommen jetzt dazu. Schön unterrühren. Dazu kommt noch der Saft einer halben Limette. So. Das duftet schon sehr gut. Und ich habe vorhin gekostet. Es schmeckt wie Bihonsuppe. Es soll ja auch Bihonsuppe sein. Ich weiß, aber ich habe, naja, egal. Okay, ich glaube, die ganze Sache lassen wir jetzt noch mal so 4-5 Minuten köcheln. Ja, und dann können wir servieren. Bis denne. Ja, kurzes Fazit. Leckeres Partysüppchen. Also wenn ihr das macht, macht auf jeden Fall ein bisschen mehr. Total lecker, steht dem Original aus der Dose. In keinem Fall was nach. Im Gegenteil, ich finde es sogar besser. Ja, was zu beachten gibt noch. Stellt euch ein bisschen noch mehr Flüssigkeit hin, ein bisschen Brühe. Weil wenn die Glasnudeln reinkommen, die ziehen noch unheimlich von der Flüssigkeit weg. Also so 300 Milliliter würde ich auf jeden Fall noch beiseite stellen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, darüber würden wir uns sehr freuen. Ja, noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin bleibt gesund und schönen Sonntag noch. Kühnes Kochkanal.